Internet Working heißt, Datenverkehr übers Internet zu realisieren. Das Internet ist vor allen Dingen eins, nicht homogen. Zahlreiche Netzwerke mit unterschiedlichen Technologien und Topologien sind im Internet zusammengeschaltet. Es erscheint homogen. Internet Working wird durch ein einheitliches Protokoll oberhalb der technologiegebundenen Schicht, also oberhalb Schicht 2, realisiert. Internet Working beginnt also ab hier. Und deswegen heißt das Protokoll auch Internetprotokoll, was hier in Schicht 3 ansetzt. Die Autoren Meinl und Sack beschreiben treffend den Effekt, der daraus entsteht. Das Internet ist ein reines Softwareprodukt. Es erscheint uns wie ein Netz, aber dieses Netz wird erst durch die Software zu seinem Leben erweckt. Hier in den nachfolgenden Zeichnungen, also links grün Host, rechts grün Host und in der Mitte das Verbindungsnetzwerk, haben wir die Idee der vorherigen Zeichnung etwas abstrahiert. So sieht es ganz exakt aus und so schauen wir jetzt darauf. Im Verbindungsnetzwerk, also hier in der Mitte, sind unterschiedliche Komponenten vorhanden. Die Namen dieser Komponenten resultieren einzig und allein aus der Menge der Schichten, die sie intern implementieren. Ein Repeater zum Beispiel arbeitet auf der physikalischen Schicht. Er bewirkt eine reine Signalverstärkung. Eine Bridge verbindet Netzsegmente auf der Sicherungs- bzw. Bit-Übertragungsschicht. Eine Bridge dient zur Erweiterung von LANs, leistet Verkehrsmanagement. Router können einzelne LANs miteinander verbinden. Gateways verbinden Netzwerke. Auf der Geräteebene gibt es die sogenannte MAC-Adresse. MAC steht für Medium Access Layer Address. Es ist die Hardware-Adresse eines Netzwerkgerätes. Sie ist quasi eindeutig. Quasi heißt, man kann sie in gewissen Grenzen ändern. Sie wird beim Einschalten gesetzt und sollte danach als konstant betrachtet werden. Das Internetprotokoll IPv4 verwendet eine dynamische Zuordnung von MAC-Adressen zu Internetadressen. Hier auf der Bemerkungsfolie noch etwas Details zu den MAC-Adressen. Sie haben eine Länge von 48 Bit und sie enthalten unter anderem die Herstellerkennung. Unter IPv4 war die Zuordnung von MAC-Adressen zu Internetprotokolladressen dynamisch. Es gibt viel mehr MAC-Adressen als IPv4-Adressen. Diese Situation hat sich mit IPv6 geändert. Das heißt, durch die Genauigkeit, das heißt die hohe Auflösung, den großen Adressraum von IPv6, ich gehe da gleich drauf ein, ist es möglich, auf die Hardware des einzelnen Benutzers zu schließen. Das kann erhebliche Einschränkungen und Gefahr für die Privatsphäre bedeuten. Deswegen wurden in der RFC 4941 entsprechende Maßnahmen spezifiziert. Unter IPv4, also IP Version 4, bestehen IP-Adressen aus 32 Bit, also 4 Bytes. Diese werden als Folge von 4 ganzzahligen, durch Dezimalpunkte getrennte Dezimalzahlen angegeben. Unterscheiden Sie dabei den Adresspräfix und den Adresssuffix. Und den Adresssuffix. Der Präfix identifiziert das physikalische Netzwerk, der Suffix identifiziert den Rechner im Netzwerk, der Netzwerk-ID. Adresspräfix und Adresssuffix sind variabel.
Das heißt, ein kleines Netz mit wenigen Teilnehmern hat eine längere Netzadresse, also einen längeren Adresspräfix und einen kürzeren Bereich, um Rechner in dem Netzwerk zu spezifizieren, also einen kürzeren Adresssuffix. Damit man erkennen kann, welcher Teil der IP-Adresse für den Adresspräfix und welche für den Adresssuffix zuständig sind, gibt es die sogenannte Subnetzmaske. Die Subnetzmaske ist genauso lang wie die IP-Adresse. Sie kennzeichnet den Netzwerk-ID-Teil durch 1 Bits und den Host-ID-Teil durch 0 Bits. Es gibt verschiedene Darstellungsformen für die Subnetzmaske. In der Dotted Decimal Notation sieht sie so aus. In der Suffix Notation wird nur die Anzahl der Einsen angegeben. Weiterhin gibt es noch spezielle IP-Adressen. Die Broadcast-Adresse ist die Adresse, an die man etwas schickt, das alle Hosts bekommen sollen. Schickt man ein Paket an die Loopback-Adresse, erhält man es zurück. Die folgende Grafik ist nur aus historischen Gründen gezeigt. Man findet sie manchmal noch im Internet. In der ersten Zeit des Internets hat man mit festen Netzklassen gearbeitet. Es gab sehr große Netze, mittelgroße Netze, kleine Netze und sehr kleine Netze. Die Klassen hießen A, B, C, D und E. Große Netze, wie das vom US-Militär oder von IBM, hatten eine sehr kurze Netzadresse. Entsprechend ist der Hostbereich, also die Menge der verschiedenen Rechner, die in diesem Netz unterschieden werden können, recht groß. Bei den kleineren Netzen verhält es sich genau umgekehrt. Es gibt viele kleinere Netztypen C, D und E, die wiederum nur wenige Hosts unterscheiden können. Wie gesagt, das ist eine starre und unflexible Einteilung, und als die IP-Adressen knapp begannen zu werden, hat man das Classless Internet Domain Routing eingeführt. Details dazu finden Sie hier. Der Adressraum mit IPv4 ist sehr, sehr knapp geworden. Deswegen gibt es seit etwa 15 Jahren die Umstellung auf IPv6. IPv6-Adressen bestehen aus 128 Bit, angegeben als Folge von 8 durch Doppelpunkt getrennte Hexadezimalzahlen. Genau wie bei IPv4 gibt es eine Unterscheidung in Adresspräfix und Adresssuffix. Und genau wie bei den modernen Varianten von IPv4 sind IPv6-Netzwerke gemäß Classless Internet Domain Routing notiert. Also durch Anhängen der Präfixlänge in Bits mit dem Slash an die Adresse. In einer URL werden IPv6-Adressen in eckige Klammern eingeschlossen. IPv6 ermöglicht 2 hoch 128 Adressen. Das sind etwa 3,4 mal 10 hoch 38 Adressen gegenüber den 3,4 Milliarden Adressen bei IPv4. Man könnte fast jedes Atom der Erde mit einer eigenen IPv6-Adresse ausstatten. IPv6 führt weiterhin auch Verbesserungen im Protokollaufbau ein. IPv6 ist als RFC 2460 spezifiziert.
Zum Abschluss der Internet Working Section kommen wir noch zu einem sehr interessanten Dienst, den sogenannten DNS oder Domain Name System Dienst. Dieser Dienst dient zur Auflösung von Hostnamen, also Rechnernamen, und Umwandlung in die entsprechende IP-Adresse. Ursprünglich war der Dienst nur ein Workaround, um sich ein paar Namen zu merken. Er hat mittlerweile ungeheure Bedeutung erlangt. Hostnamen, sogenannte Domainnamen, sind sehr, sehr wertvolle Assets. Das DNS-System hat eine Reihe von technischen Wandlungen und Erneuerungen durchgemacht. In der aktuellen Realisierung gibt es sowohl eine organisatorische Partitionierung, Com wie Commercial, Edu wie Education, Government, GOV und Mil wie Military, als auch eine geografische Partitionierung, DE für Deutschland, UK für UK, FR für Frankreich und so weiter. Der Suffix nach dem letzten Punkt, also das hier bzw. das hier, wird als Top-Level-Domain bezeichnet. Entsprechend bezeichnet man die Namen nach dem ersten, zweiten und dritten Punkt als Second, Third oder Fourth-Level-Domain. Hier finden Sie Hintergrund zu Top-Level-Domains. Die aktuellen Top-Level-Domains habe ich Ihnen hier verlinkt. Dort findet man auch Bauhaus. Aber das ist nicht die Bauhaus-Universität. Die geografischen Endungen der Top-Level-Domains sind unabhängig von der physischen Position der Ressourcen. Ein DE-Gerät muss nicht in Deutschland stehen, jedoch die Betreiber der Domains unterliegen der Rechtsprechung des bezeichneten Landes. Das DNS-System ist sehr interessant, auch seine Realisierung als verteilte Datenbank. In unserer Vorlesung werden wir es nicht viel weiter vertiefen, als Sie es bis jetzt gesehen haben. Wenn Sie Interesse an technischen Details und weiterführenden Dingen daran haben, kommen Sie einfach zu uns. Janek Bevendorf ist ein Spezialist aus unserer Gruppe, der sich sehr genau mit dem DNS auskennt.